Ich sage erstmal herzlich willkommen. Wir sind hier beim Functional Training Summit und ich habe hier eine der begehrtesten Frauen hier auf dem Summit, Katharina Brinkmann, zu Gast hier im Podcast. Erstmal herzlich willkommen, Katharina. Freut mich auch. Danke, dass ich dein Interviewpartner sein darf. Freut mich total. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, da können wir jetzt gleich mal drauf eingehen, weil du bist ja so ein bisschen als die Yoga-Frau und die das total begeistert. Du hast ja, glaube ich, wahnsinnig viele Leute heute schon in der Yoga-Session gehabt. Ja, ich war echt begeistert, dass so viele da waren, dafür, dass es so früh war. Und ja, das habe ich auch gleich erfahren. Und du hast ja auch Bücher über Yoga geschrieben. Jetzt gerade hast du aber schon angefangen zu sagen, du bist ja eigentlich gar nicht so eine klassische Yoga-Frau. Nee, also ich bin überhaupt kein Yoga-Ultra. Also Yoga ist ein Teil von meinem Leben. Aber ich gehe genauso gern laufen. Ich mache genauso gern Krafttraining. Ich mache genauso gern Functional Training. Und ich mache genauso gern auch Animal Flow oder Budokon oder irgendwas. Und das ergänzt sich aber alles für mich gut. Also es sind alles so Bausteine, die dann am Ende quasi ja so mein Stil ergeben. Und wie kam's dazu, dass du so in dieses Thema Faszien-Yoga dann hinein bist? Also Yoga. Übrigens, was ist eigentlich Faszien-Yoga? Weil dein Buch heißt ja Faszien-Yoga. Ja, also im Faszien-Yoga integrieren wir eigentlich so die klassischen Elemente aus dem Faszientraining. Also so diese elastischen Elemente, Federn, Hüpfen, Springen, Schwingen, das dreidimensionale Aufspannen, das Training mit der Faszienrolle ein bisschen, aber nicht so viel, mit in die Yoga-Praxis. Weil so die klassische Hatha-Yoga-Praxis ist ja eher ein bisschen statisch und wir machen es ein bisschen dynamischer. Da müssen wir vielleicht nochmal sogar einen Schritt zurückgehen, weil viele Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was genau eine Faszie ist. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären und warum dieses Faszientraining jetzt hier gerade auch so Fahrt aufnimmt, dass so viele Leute Probleme mit diesen Faszien haben. Ja, also Faszien sind ja eigentlich jetzt mal grob gesagt Bindegewebe in unserem Körper, was quasi alles miteinander verbindet, wo wir auch wieder beim Yoga sind, was ja auch wieder alles miteinander verbindet. Genau, die Katharina hat mich auch angesprochen, weil ich habe ja immer meine schöne Biohacking-Grafik. Du meinst, das ist ja Yoga. Du hast es vom Yoga gestohlen. Ja, also irgendwo schließt sich der Kreis wieder und so trifft man sich, weißt du, als Biohacker, ich vielleicht als Yogi, Ernährungsberater, die so auf der Ebene sind, man trifft sich ja dann immer wieder und man ist eigentlich auf demselben Level, nur man trifft sich von anderen Richtungen. So. Genau. Und bei den Faszien, vom Bild her ist es eigentlich ähnlich, es verbindet im Körper alles miteinander. Mhm. Ohne unsere Faszien wären wir, also Faszien sind gerade für unsere Leistungsfähigkeit, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig, wo noch viel Potenzial liegt für viele Sportler. Weil gerade so was so muskulär, Cardio, ist alles schon ziemlich ausgeprägt oder sind alle schon auf einem hohen Level. Und bei den Faszien ist, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial, um die Leistung zu steigern. Und oder auch Verletzungsprophylaxe. Und wie genau muss man sich das vorstellen, wenn so eine Faszie, ich glaube, man nennt das ja verklebte Faszien oft, gell? Dass die kleben sozusagen aneinander und führen dazu, dass der Muskel einfach nicht mehr so flexibel ist? Oder wie ist das? Ja, du kannst dir das vorstellen, wenn so eine, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier die Hand. Also die Innenseite von der Handfläche, das gleiten die Schichten ja sehr schlecht übereinander. Das ist ja, weil unsere Hand ist unser Greiforgan, also die muss immer viel greifen, da muss viel Spannung drin sein. Das sind jetzt Schichten, die relativ fest sind. Wenn man an die Handaußenseite geht, auf den Handrücken, da gleiten unsere Schichten voll gut übereinander, weil die einfach nicht so stark belastet ist. Mhm. Und unsere Myofaszien, also die Muskelfaszien, die sollten halt relativ geschmeidig sein. Und das ist halt das Ziel, gerade im Faszien-Yoga, dass wir da wieder Geschmeidigkeit herstellen. Total spannend. Und was ist zum Beispiel so eine typische Faszien-Yoga-Übung, die man nicht so in der normalen... Wenn du... Also was jeder kennt, ist eigentlich so der herabschauende Hund. Mhm. Und normal bleibst du da halt stehen für vielleicht 10, 15 Atemzüge und im Faszien-Yoga bist du halt die ganze Zeit in Bewegung. Du kannst dich da im Hund, kannst du dich wirklich in alle Richtungen aufspannen. Du kannst mit allen Gelenken arbeiten. Also Hund ist quasi dieses, wo du so im Dreieck stehst. Du kannst von den Sprunggelenken über die Knie, die Hüfte, die Wirbelsäule, kannst du alles im Hund mobilisieren. Mhm. So, wenn ich nur eine Asana am Tag machen dürfte, das wäre auf jeden Fall der Hund. Okay. du kannst im Hund schwingen, du kannst Federn springen, du kannst da eigentlich alles machen. Ist dieses Faszien-Yoga jetzt auch für Leute durch die Bank geeignet? Können das Athleten genauso machen wie normale Menschen, wie Leute, die vorm Rechner sitzen? Ja, es fällt halt Menschen, die relativ feste Faszien haben, also alle, die überbelastet sind oder unterbelastet sind, ist immer Potenzial dafür da, dass die Faszien verkleben. Und wenn die Faszien relativ unelastisch sind, dann fällt es natürlich schwer. Dann brauchst du ein bisschen, bis du so richtig in dieses Elastische überhaupt reinkommst.
würdest du es aber auch jedem empfehlen? Ich spreche darauf an, weil letztes Jahr beim Functional Training Summit war Stuart McGill da, der Biomechanik-Experte. Ja. Und den hatte ich auch im Podcast und der hat den interessanten Satz gesagt, der dann richtig ein bisschen viral wurde in der Szene. Der hat gemeint, Gewichtheber sollten kein Yoga machen und andersrum. Weil er meinte, und seine Theorie war, dass die Wirbelsäule beim Gewichtheber eben sich so staucht, dass der eben dieses Gewicht auf seinen Schultern haben kann und die Wirbelsäule dadurch eben nicht flexibel ist. Der sollte seine Schuhe gar nicht binden können, wohingegen ein Yogi seine Wirbelsäule so flexibel macht und dann nicht mehr so viel Gewicht auf seine Wirbelsäule machen sollte. Ja, also ich arbeite ja mit, ich arbeite nicht mit Gewichthebern, sondern ich arbeite mit ganz normalen Menschen, die in der Regel sich zu wenig bewegen. Genau. Also das ist so, das sind so die Leute, die zu mir ins Yoga kommen. Denen würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen. Auch in verschiedenen Varianten. Du kannst es auch auf dem Stuhl machen oder so, auch mit Älteren. Also es geht sogar mit Älteren an der Wand oder ja, geht eigentlich alles. Das sind dann wieder so Spezialfälle. Genau, ja. Also, ich spreche nur darauf an, genau, weil da haben sich dann viele, ich mache mein Kreuzheben gerne, aber gehe auch noch ins Yoga. Ja. Und eben Stuart meinte so, ja, vielleicht nicht die beste Idee. Mhm. Dann geht wiederum zum Beispiel Kelly Starrett, der allerdings auch dann eine Ausnahme ist, der wahnsinnig flexibel ist, ein Kraftprotz. Mhm. Der macht ja beides so zusammen. Aber ich denke auch eben für den Normalo, ich würde auch sagen, ich bin nicht gerade der Flexibelste. Ich habe mich auch mal vom Dehnen gedrückt als Basketballer und so. Und das würde mir auch gut tun, da ein bisschen mehr. Wobei Faszientraining ja nicht gleich Faszientraining ist. Also ich würde jetzt nicht jedem das Training mit der Rolle empfehlen und ich würde auch nicht jedem das Springen und Hüpfen und so empfehlen. Also musst du immer gucken, was ist das jetzt für ein Körpertyp, was ist das für ein Faszientyp. Mir persönlich bringen diese elastischen Sachen, weil ich bin relativ flexibel, bringen diese elastischen Sachen mehr als das Rollen. Also das ist bei mir das Rollen nicht so das, was jetzt bei mir ganz oben auf der Prio-Liste steht. Also ich arbeite lieber mit dem Körper. Gibt es so eine Sache, wenn du irgendwo Leute Yoga machen siehst, wo du sagst, das macht prinzipiell jeder falsch oder das machen 80% der Leute, oh Gott, schon wieder so eine Bewegung. Das kann so ein Fehler, oder sag mal, es kann auch ein Haltungsfehler sein oder irgendwas, was du mittlerweile erkennst. Ja, halt so die typischen Haltungsmuster von den Vielsitzern. Also wenn ich so in meine Kurven schaue, ist ja dann auch immer das Gleiche, was du dann wieder sagst. Ne? Genau. Aber du musst es, wenn ich es 20 Mal sage, ich sage es 20 Mal, ich sage es auch 30 Mal. Wenn sie es immer noch nicht umsetzen, sage ich es auch 40 Mal. Okay. Also bis es irgendwann... Ja. Das sind so ein typischer Haltungsfehler von so einem, der... Das, was du jetzt gerade machst, also dass deine Schultern so nach vorne fallen, zum Beispiel. Ja, was ganz oft ist, gerade wenn man die Leute von der Seite anschaut, dieser Geierkopf. Ne? Also, dass sie mal den Kopf wieder auf die Wirbelsäule draufsetzen. Also viele sind ihrer Zeit voraus und haben den Kopf, du auch, und haben den Kopf irgendwo da vorne hängen. Martin, unser Tongeil. Ja klar, weil sie am Bildschirm arbeiten und man will gucken und man guckt Fernseher oder man sitzt auch so im Auto. Ne? Und das finde ich immer ganz wichtig. Dann wundern sie sich, dass sie gerade in der HWS so viel Spannung drin haben. Ist klar, so ein Kopf wiegt ja auch einiges. Mhm. Und wenn der nicht wirklich oben drauf sitzt, sondern immer, wenn es nur so ein bisschen ist, weiter vorne sitzt, muss die HWS immer mehr tragen. Das heißt, also ein Tipp wäre zum Beispiel wirklich, sich bewusst zu machen, den Kopf wieder auf die Wirbelsäule zu setzen. Ich bin eigentlich, würde ich sagen, meine Körperhaltung ist sogar recht, ich habe halt so ein Hohlkreuz, also so einfach so ein angeborenes, so leicht immer, wenn ich stehe eigentlich immer eher hintern raus und dann Hohlkreuz da. Okay. Mhm. Also wenn ich da stehe, dann sitze ja, du hast. Ich bin halt groß, ich bin 2 Meter. Ja, ich weiß, die Großen machen sich immer gerne ein bisschen kleiner genau. Ja. Hast du so einen Tipp noch für Leute, also wir haben zum Beispiel echt viele Leute, die arbeiten, sagen wir mal, 8 Stunden wirklich sitzen vorm Rechner. Ist ja wirklich irgendwie das Rezept für später Rückenprobleme haben. Ja. Und dann meistens noch kurzsichtig werden, weil sie eben in dieses Blaulicht reinschauen. Deswegen haben wir diese... Stimmt, habe ich gestern gesehen, deine schicke Brille, ja. Genau. Und hast du da vielleicht einen Tipp für Leute, die eben jetzt, sagen wir mal, vorm Rechner sitzen, ob irgendeine Morgenroutine oder Abendroutine, wie die nochmal ihr Kreuz entspannen können? Ich würde vor allem mal einen Antrag auf den Stehpult stellen. Also, dass man da vielleicht umswitcht auf Stehen. Weißt du was, wir sollten so eine Schule machen, wie der Kelly Starrett in den USA hat ja doch eine Schule gegründet, wo die ganzen Kinder nur stehen müssen. Ja, also warum nicht? Ja, voll die gute Idee. Ja. Sitzen tun wir genug, wir sitzen morgens beim Essen, wir sitzen beim Mittagessen wieder, wir sitzen, wenn wir auf die Arbeit fahren, wir sitzen eigentlich nur. Hast du schon mal, es gibt so einen Gurt, der vibriert, wenn die Wirbelsäule schief ist. Die kann aus der Konne verzerrt. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe ja auch eine krumme Wirbelsäule. Echt, du? Ich habe eine Skoliose. Ja gut, ich glaube, das haben viele. Ja. Aber ich habe keine Rückenschmerzen, das ist das Schöne.
Ja, das soll auch so bleiben. Ja. Ich glaube, da bist du auf dem besten Weg dahin. Deswegen, also ich glaube einfach, dass die Kombination von Yoga, Functional Training, für mich halt noch Laufen, ist für mich optimal. Ja. Ja. Doch, glaube ich auch. Ja, übrigens, weil wir gestern, du warst ja bei meinem Schlafvortrag dabei. Ja. Jetzt würde mich einfach interessieren, aus persönlichem Interesse, hast du eine gewisse Schlafroutine? Hast du so ein paar Also ich schalte WLAN aus und ich habe auch keine anderen WLANs um mich rum. Das ist alles relativ frei. Also ich glaube schon, dass das was ausmacht. Ich nehme abends noch Magnesium vorm Schlafengehen und Inositol. Inositol oder Inositol. Ja, genau. Aber wofür genau? Zur Regeneration und für einfach guten Schlaf. Es wird ja auch von Heilpraktikern als mal für besseren Schlaf verordnet. Ja, ansonsten sehr dunkel. So. Also die, genau. Ja. Das, was ich dir erzählen wollte gestern. Ich schlaf eigentlich ganz gut. Also. Ja, das ist das Beste. Nee, weil das, also das ist ja ein Riesenthema einfach mittlerweile, dass einfach die Leute, besonders die vorm Rechner arbeiten, da gab es jetzt neulich so eine Erhebung, dass 80% anscheinend der Leute, die halt mehr als 4 Stunden vorm Rechner sind, nicht gut, also gelegentlich Schlafprobleme haben. Mein Schlafproblem ist eher, dass wenn ich viel trainiere, also wenn ich lang laufen war, wenn ich einen langen Lauf gemacht habe oder irgendwie, weiß ich nicht, Marathon gelaufen bin, dass ich dann schlecht schlafen kann, weil die Beine noch so unruhig sind. Dann brauche ich Magnesium. Okay. Ja. Jetzt sind wir schon beim Thema Nahrungsergänzung, aber ernährungstechnisch hast du da einen gewissen Weg? Alles Esser. Also einfach nur ausgeglichen, soweit wie... Ich esse so aus Natur, esse ich relativ ungern Reis, Nudeln, Kartoffeln. Also das letzte Mal Kartoffeln habe ich mir gekauft vor 1,5 Jahren an Silvester für Raclette. Ansonsten kaufe ich keine Kartoffeln oder so, also weil ich einfach... Okay, ich mag es einfach nicht. Deutsches Grundnahrungsmittel ja, eigentlich, aber... Keine Ahnung, also... Nee. Aber ich bin auch kein Kartoffelesser, ja, Stärke. Ich brauche es nicht, das ist ja eigentlich ganz gut. Und von daher, ich esse eigentlich alles, was mir in die Finger kommt. Jetzt und ich esse auch gerne. Also, wer mich kennt, sagt immer, wenn du keinen Sport machen würdest, du wärst kugelrund. Dich könnte man rollen. Ja, genau. Es gibt, ich habe auch wahnsinnig schnell, ich habe mich früher immer beschwert, weil ich nehme so viel schnell ab. Eigentlich. Ich habe genau das andere Problem. Und als Basketballer will man immer so ein bisschen sein Ego aufwerten, indem man muskulöser und kräftiger ist. Und ich habe dann versucht, immer so viel zu essen und habe es einfach immer wieder abgenommen. Das ist einfach Typsache auch oft. Ja, ja. Und also ich bin, glaube ich, eher so der athletische Typ. Ich baue auch ganz gut Muskeln auf, wenn ich trainiere. Aber durchs Laufen, da das jetzt so eher Priorität hat. Ja. Jetzt wollte ich noch fragen, es fällt mir gerade ein mit der Yoga-Routine. Welche Rolle spielt denn Meditation für dich in deinem Alltag? Machst du das auch? Also für mich ist Meditation, muss nicht unbedingt auf der Yogamatte stattfinden. Also für mich ist auch Meditation, wenn ich einen langen Lauf mache oder irgendwo einen geilen Downhill-Lauf oder mit dem Bike irgendwie einen geilen Downhill fahre. Das ist für mich auch eine Art von Meditation. Ich weiß nicht, guckst du meine Videos auf Facebook? Ja, ich habe jetzt angefangen. Ich mache ja nur Yoga Flow. Also Yoga Flow ist meins. Du wirst mich nie lang irgendwo in einer Position sitzen sehen. Also ich bin immer jemand, der viel Flow. Ich komme ja aus dem Tanzen. Also ich mache auch gern Yoga mit Musik, so Yoga on Beat. Was für Tanz hast du gemacht? Klassisch Ballett. Ja, später dann auch Hip-Hop, aber erstmal Ballett war so die Grundlage von allem. Ja. Und das lasse ich halt auch ins Yoga dann mit einfließen. Wobei auch was ich sonst, das Laufen und so, das ist auch irgendwie wieder eine Art von Flow. Weißt du, wenn du so einen geilen Trail läufst oder so. Irgendwann kommt der Punkt, wo so deine Gedanken, also das, was hier oben die ganze Zeit so läuft an Gedanken, irgendwann bleibt es stehen. Irgendwann kommst du dann dahin, dass du einfach nur, und du musst ja fokussiert sein, sonst. Ja, das ist auch beim Mountainbiken und so, wenn du nicht fokussiert bist, bist du raus. Flow follows focus, sagt man in der Szene auch immer. Und da gibt es ja wirklich so eine Research, so ein Flow Genome Project mittlerweile, die versuchen, diesen Flow-Zustand zu analysieren. Mhm. Und was du gerade beschrieben hast, interessanterweise, für die es auch jetzt vielleicht noch nicht von mir gehört haben, ist, dass wenn das passiert, wenn sich das Hirn verabschiedet, wenn dein Ego weg ist, dann schaltet sich tatsächlich der präfrontale Kortex, wo dein menschliches Hirn, also dein ganzes Urteilsvermögen, dein Ego, dein ethisches, deine Wahrnehmung, soziale Hierarchie, alles abgespeichert ist, das schaltet sich dann aus und dann gehst du so total im Moment auf und dann ist Atmung und präsent und da einfach der Moment.
Und das ist eben das Schöne. Ist das für dich? Es geht nicht so um Leistung oder irgendwas, es geht mehr ums Gefühl, also so, dass es sich richtig gut anfühlt. Genau. So, darum geht's. Gelangst du dann jedes Mal, wenn du Yoga machst, auch in diesen Zustand hinein? Wenn ich es für mich mache, wenn ich eine Zeit habe, auf jeden Fall. Wenn du coachst, ja. Ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wenn du unterrichtest, nie. Das ist was ganz anderes. Da bin ich ja mit meinen Gedanken voll bei denen, die mitmachen. Also da, das ist kein Training für mich, wenn ich unterrichte. Da bist du ja voll für die anderen da. Ist das, da erwische ich mich dann manchmal selber auch dabei, dass du dich selber dann ein bisschen vernachlässigst, wenn du dann so viel coachst und du gibst es dann anderen Leuten mit und machst es dann weniger für dich? Also ich finde, unterrichten, das zieht schon viel Energie. Also das sollte man auch nicht zu viel machen, weil das schon viel Energie raubt. Also du kriegst auch wieder Energie zurück so von den Leuten. Aber man muss da schon auf sich aufpassen. So, also ich habe früher 15 Gruppen in der Woche gemacht. Und lauter so, also wo ich noch kein Yoga gemacht habe, so wirklich Powerkurse, Table, Body Pump und das Ganze. Und da bist du am Ende von der Woche, bist du so fertig. Und jetzt beim Yoga, da kriegst du auch irgendwie mehr Energie wieder zurück. Okay, wow. Ja. Katharina, jetzt habe ich noch eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Hast du in den letzten sechs Monaten bis zwei Jahren eine Gewohnheit entweder aufgegeben oder eine neue hinzugewonnen, die dein Leben wirklich verändert hat? Kann auch länger her sein. Also irgendwas, was vielleicht signifikant... Irgendwie so ein Ritual oder was, meinst du? Zum Beispiel. Also ich habe Kelly Starrett gestern gefragt, ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr daran, was er geantwortet hat. Aber jemand sagt zum Beispiel, ich habe angefangen, kalt zu duschen und das hat totalen Unterschied gemacht. Ich kenne jemanden, der das jetzt angefangen hat und ist auch total begeistert. Also das Inositol abends, das bringt mir schon viel. Das ist das erste Mal, dass ich das ehrlich gesagt höre. Ich habe es vom Wolfgang Unselt aus seinem Buch. Ah, cool. Muss man nachlesen, da steht es drin alles. Mhm. Ja, es sind auch so lauter so kleine Hacks. Die man irgendwo... Genau, ja, den soll ich ja später noch interviewen. Genau, mach das, den kannst du nochmal danach fragen. Genau, cool. Ja. Aber für mich ist Laufen einfach. Also wenn ich das nicht hätte. Ja, okay, super. Auch wenn ich jetzt nach so einem Wochenende hier, was ja relativ anstrengend ist, mit viel Sprechen, viele Leute, viel Hallo und genau. Und da ist es immer ganz schön, wenn ich wieder rauskomme. Also so... Ich finde es auch gut, allein zu sein. Also so, das nehme ich mir schon so die Zeit, mal allein zu sein. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du da noch in den Bergen bist oder so, ist noch besser. Ja, das ist gut. Du bist ja, ich habe gelesen, aus Offenburg, glaube ich, gell? Ich bin aus Frankfurt, aber ich wohne in Offenburg. Ah, ja. Okay. Super. Also nach wie vor, ja. Da wohne ich nach wie vor, ja. Keine Berge. Da sind auch. Ach ja, da ist ja der Taunus. Hügel. Ach so, nee, Taunus ist in Frankfurt. Offenburg ist Schwarzwald. Ah, okay. Das sind jetzt keine Berge, aber es sind Hügel. Hört man aber bei dir gar nicht so. Was denn, dass ich aus Frankfurt bin? Dass du aus dem Schwarzwald bist. Nein, da wohne ich. Okay. Da wohne ich. Aber ich komme aus Frankfurt. Ich habe noch das Hessische, das behalte ich auch. Ja, finde ich total sympathisch. Wir haben einen Sachsen hier, einen Bayern, eine Hessin, passt perfekt. Ja, jetzt nochmal für alle Zuhörer, die mehr über dich jetzt herausfinden wollen, ich bin sicher, das sind viele. Ja. Wo finden die dich und deine Bücher? Und vielleicht erwähnst du doch nochmal ganz kurz die Titel. Und also die Bücher sind alle bei Riva erschienen, also alle im Riva Verlag. Yoga-Faszientraining, Ischias-Beschwerden und das Piriformis-Syndrom und Functional Training für Frauen, das war jetzt das Letzte. Zum Piriformis gibt es auch ein Online-Programm, also das kann man auch googeln. Und ansonsten findet man mich in Offenburg oder halt am Wochenende bin ich meistens irgendwo zum Yoga machen unterwegs. Okay, und wie heißt dein Social Media Profile? Hast du Instagram? Instagram, einfach mein Name, Katharina Brinkmann, Facebook genauso, ja. Voll gut, check her out. Okay, vielen Dank, Katharina, dass du da warst. Sehr gerne. Ciao.